Ja, herzlichen Dank für die musikalische Begrüßung. Schön, dass so viele gekommen sind, um Jean Asselborn zu hören zum Tag der Deutschen Einheit in unserer Tradition der Osnabrücker Friedensgespräche, die wir ja abwechselnd im Landkreis und in der Stadt, die wir abwechselnd in der Stadt und im Landkreis durchführen. Und es gab ja schon draußen eine kleine Begrüßung und ich will von den vielen wichtigen Persönlichkeiten nur vier namentlich noch einmal hervorheben. Es freut mich besonders, dass Hans-Gerd Pöttering, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, heute anwesend ist. In besonderer Weise verbunden. Er hat selbst in dieser Reihe vor einigen Jahren gesprochen und er ist auch Honorarprofessor, jetzigen Fachbereich Sozialwissenschaften und Kulturwissenschaften an der Universität Osnabrück und hat dort über europäische Integration Vorlesungen und Veranstaltungen durchgeführt. Natürlich geht auch mein Dank an unseren heutigen Gastgeber Dr. Lübbersmann, Landrat des Landkreises Osnabrück. Frau Bürgermeisterin Strangberg vertritt die Stadt heute hier. Und unsere neu gewählte Präsidentin der Universität, last not but least, Professor Menzel, ist auch anwesend. Ja, als ich mit Jean Asselborn vor einigen Wochen, Monaten sprach, was er denn hier vortragen wollte. Und ich habe ihm erzählt, in der Regel heißt es, Europa sieht Deutschland, also unsere Nachbarn sehen Deutschland, sagte, ach, das interessiert doch keinen, was die Luxemburger über Deutschland denken. Mich beschäftigt viel mehr die Zukunft Europas. Also haben wir uns darauf verständigt, dass er auch nicht sehr lange reden möchte, sondern eher in einen Dialog, in eine Diskussion mit Ihnen kommen möchte. Und deswegen haben wir auf allen Plätzen Karten verteilt, wo Sie bitte Ihre Fragen eintragen, denn wir haben ein strenges Zeitlimit. Herr Asselborn muss zwischen New York und Tokio pendelnd mit dem Abstecher in Osnabrück seinen Flieger und für den Nachmittag erreichen. Also wir müssen pünktlich 12:30 hier Schluss machen. Deswegen habe ich gedacht, wir strukturieren die Diskussion und bitte reichen Sie dann Ihre Fragen samt Namen an unsere beiden Kolleginnen, Frau Merzig und Frau Pakowitzki, weiter, auch während er redet. Ja, gut, kommen wir also in medias res. Die Zukunft Europas, mehr als je zuvor, wie wir gerade auch mit der Rede von Johnson beim Parteitag der Konservativen festgestellt haben, wir sind in einer Krise. Gut, man könnte sagen, Europa ist dauernd in Krisen, das ist eher ein Dauerzustand. Aber die Frage ist, wie ernst sie sind und ob wir die Kraft haben, diese Krisen zu überwinden. Es war also nicht nur das Thema des Brexit, vor einigen Jahren Griechenland, Irland war in der Finanzkrise, Italien ist wohl auch in einer dauernden Krise seit Jahrzehnten, aber auch Portugal, Spanien, Zypern beschäftigen uns ständig. Es ist die Flüchtlingskrise, es ist die Schuldenkrise, es ist der Populismus. Wir haben die Euroskeptiker europaweit, weltweit andere Skeptiker. Die Visegrad-Staaten entziehen sich der europäischen Solidarität, das sind die vier mitteleuropäischen. Nach den jüngsten Wahlen zum Europäischen Parlament ist zwar der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben und die neue EU-Führung ist zwar holprig, aber immerhin auf den Weg gebracht. Trotzdem sind weiterhin zahlreiche Probleme, gerade auch mit den sogenannten Verbündeten, zu lösen. Hinzu kommen die Herausforderungen der Globalisierung, insbesondere das Verhältnis zu China. Ganz zu schweigen von der Klimakatastrophe. Wir sehen also als luxemburgische Minister für Auswärtige und europäische Angelegenheiten Europas Zukunft. In einer Reihe von Außenministern, die wir hier begrüßen könnten, sind Sie einer der hervorragenden. Henry Kissinger war hier, Guido Westerwelle, Frank-Walter Steinmeier, als er noch Außenminister war, Joschka Fischer,
Sigmar Gabriel, aber auch andere hervorragende Persönlichkeiten konnten wir hier begrüßen, wie Peres de Cuellar, Johannes Rau, ehemaliger Bundespräsident, Günter Verheugen, Konstantinos Simitis, Roman Herzog, früherer Präsident, Franz Vranitzky, früher Kanzler Österreichs, auch in dieser Reihe, Christian Wulff, Ursula von der Leyen, Mart Lahr, Wolfgang Schäuble, also die passen gut dahin. ja, 1949 geboren, also wir haben gerade ihren 70. Geburtstag gefeiert, aber wie ich verfolgen konnte, haben sie den Mont Ventoux mit einer 1000 Kilometer Anfahrt im Sommer, im heißen Sommer bewältigt. Also Jean Asselborn ist unter anderem auch ein großer Radfahrer. Ich habe ein Luxemburger Wort verfolgen können, diese Tour. Und ich denke, das hält ihn vielleicht auch so fit, dass er an die 12.000 Kilometer oder mehr pro Jahr radelt, natürlich jeden Tag ins Büro. Ja, dieser ökologisches Vorbild. Ja, typisch luxemburgisch würde ich sagen, ein französischer Vorname Jean und ein germanischer Nachname Asselborn. Die Multikulturalität drückt sich da schon aus. Ja, sie sind einen langen Weg gegangen, waren zuerst Arbeiter, dann Verwaltungsangestellter in der Gemeinde, sind sehr früh Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei. Der Arbeiterpartei Luxemburgs geworden. Über den zweiten Bildungsweg haben sie dann Jura in Nancy studiert und sind dann, wie in der Begrüßung von Herrn Lübersmann schon erwähnt, der längst amtierende Außenminister in Europa seit 2004 und zusätzlich eben auch Minister seit 2014 für Immigration und Asyl. Ja, Luxemburg ist der kleinste Nachbar von den 10, die wir als Deutsche haben. Wobei, ich habe mal zusammengezählt, der Landkreis und die Stadt Osnabrück haben etwa so viel Fläche und so viel Einwohner wie das gesamte Großherzogtum Luxemburg. Also viele Parallelen, die uns vielleicht verbinden. Andere Parallele, wir sprachen gestern Abend schon darüber, wir hatten einst eine große Stahlindustrie und Luxemburg auch, Arbeit. Wir haben dann den Weg aber zur Finanzmetropole nicht ganz so gut hinbekommen. Und insofern haben wir da vielleicht noch Nachholbedarf. Ja, wie die meisten wissen, war Luxemburg seit dem Zweiten Weltkrieg Gründungsmitglied erster Benelux-Staaten, Belgien, Niederlande und Luxemburg, die dann wieder die Gründungsmitglieder unserer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurden, die auch ihren Sitz da in Luxemburg hatte. Und der Europäische Union, die ersten 6 Gründungsmitglieder, dazu gehört Luxemburg von Anfang an. Seit dem 10. Jahrhundert gibt es das Herzogtum Luxemburg, im 14. Jahrhundert wird es Großherzogtum. Eine wechselvolle Geschichte auch mit Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, sehr spannend zu lesen, aber würde Romane und Seiten füllen. Ja, multikulturell hatte ich eben schon angedeutet. Letzeburgisch ist ein moselfränkischer Dialekt, aber ich glaube, Sie sprechen heute Hochdeutsch zu uns. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten haben. Und es ist übrigens erst, wie ich nachgeforscht habe, 1984 zur Nationalsprache geworden, neben Französisch und Deutsch. Insofern ist es sehr geprägt und 73% der Letzeburger schwätzen Lex und Luxemburgisch. Ja, die Erziehung ist auch mehrsprachig, Französisch und Deutsch in der Schule. Und das Multikulturelle, sicherlich hat Luxemburg den höchsten Ausländeranteil aller europäischen Länder mit fast 50%, davon über 13.000 Deutsche, aber auch einen sehr hohen Pendleranteil. Luxemburg ist das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt mit über 100.000 Dollar. Ich relativiere das aber ein bisschen. Die Hälfte machen die Pendler aus Deutschland, Frankreich
Und insofern relativiert sich das, wenn man die rausrechnet, dann sind sie nur noch an 12. Stelle, aber auch immerhin mit Schweden. Deutschland ist an 19. Stelle. Also auch nicht schlecht für die Lebensqualität. Also, ja, gleichzeitig, trotz dieses hohen Einkommens, ist es bewundernswert, dass die Ungleichheit gemessen am Gini-Koeffizienten sehr, sehr niedrig ist. Also ein freundliches Land mit nicht so vielen sozialen Problemen, wie wir es sonst haben. Und ja, Arbeitslosigkeit ist fast null natürlich, wie es gehört bei so einem reichen Land. Und Militär hat 1100 Personen, also keine, trotzdem NATO-Mitglied. Aber ich habe immer den Witz gemacht, das ist der Musikchor hier in der NATO. Sie haben auch seit 2003 eine Universität mit etwa 6000 Studierenden. Und Finanzindustrie hatte ich schon gewählt, aber zum guten Schluss, um nochmal das Europäische hervorzuheben, zwischen Brüssel und Straßburg gelegen. Es ist die Heimat von 10 europäischen Institutionen. Ich glaube, an keiner Stelle sonst in Europa sind so viele versammelt. Es fängt an mit dem Generalsekretariat des Parlaments, des Europäischen Parlaments. Es gibt die Europäische Kommission mit Verwaltungseinheiten von 8 Generaldirektionen, der Gerichtshof der Europäischen Union und das Gericht erster Instanz, der Europäische Rechnungshof, die Europäische Investitionsbank und der Investitionsfonds, Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, Europäische Stabilitätsmechanismus, Eurostat, das Statistikamt der Europäischen Union, das Amt für Veröffentlichung, das Übersetzungszentrum für die Einrichtung der EU. Also Sie sehen, europäischer geht es gar nicht. Im Herzen Europas und vielleicht auch das Herz Europas. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Also, Professor Zehl, ich will Ihnen ein Wort als Luxemburger antworten, wenn Sie das wollen. Sie sind ein halber Luxemburger, denn Sie haben eine Zeit lang bei uns gelebt. Sie haben das einschlägig hier alles geschildert, was wir sind, was wir nicht sind. Ich will vielleicht mit einem kleinen Witz anfangen, den mein Freund Steinmeier immer erzählt. Lauter. Also, Ihr Bundespräsident, der heute in Kiel ist, hat immer in der Europäischen Union erzählt, eines Morgens hat Jean, das bin ich, den Chinesen den Krieg erklärt. Und um 12 Uhr musste Jean abblasen. Sie wissen warum? Weil wir keinen Platz mehr hatten für die Gefangenen. Das ist der Witz, der er eben erzählt hat, aber ich glaube auch, Herr Professor Zehm, wir sind ein kleines, friedliches Land. Wir haben lange Zeit viel deutsches Geld gut versorgt, weil in Deutschland viel Reklame gemacht wurde, wenn ihr Geld etwas bringen soll, dann bringt das nach Luxemburg. Wir haben nicht Nein gesagt, aber heute sind die Zeiten ja andere und es gibt vielleicht auch andere Wege dann. Viel in Luxemburg, ich sage das im Ernst, müssen natürlich, wir haben in den letzten 5 Jahren sehr viel gemacht, dass wir nicht eine Legislation haben, wo andere davon profitieren können, damit möglichst keine Steuern zahlen. Ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Also danke sehr für Ihre Präsentation. Ich bin auch froh, als kleiner Luxemburger hier dürfen zu reden. Das ist eine Ehre für mich. Herr Landrat, also ich bin jetzt nicht so protokollarisch auf der Höhe, aber Herr Landrat, Madame Bürgermeister, Madame Präsidentin auch der Universität und Madame Vizepräsidentin der Universität. Und ich bin sehr, sehr froh, auch Hans-Gerd Köttring hier zu sehen. Wir sind zwar aus einem anderen Farbentopf politisch gesehen, aber ich glaube, wir haben eine große, sagen wir mal, Passion, das ist eben dieses Europa voranzubringen. Und es freut mich, diese Rede hier halten zu dürfen. Kurz ist immer eine, also kurz, nicht der, aber kurz reden, ist eine Frage, das ist eine subjektive Frage. Ich habe mir alles schön aufgeschrieben, dass ich nicht ausschweife, aber ich bin natürlich gerne bereit,
in der Zeit, die Sie angegeben haben, hernach auch, dass wir eine kleine Diskussion bekommen. Also, Osnabrück liegt wie Luxemburg, wir wissen das, an einem Knotenpunkt zwischen wichtigen Wirtschaftsachsen und den Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen. Osnabrück besticht aber vor allem durch seine einmalige historische Vergangenheit. Frieden als Aufgabe und dem Frieden verpflichtet. So lautet ja der Leitspruch dieser Stadt. Und hier wurden ja Entscheidungen verkündet, deren Tragweite Europa über Jahrhunderte geprägt haben. Gleichzeitig beweist die über 1200 Jahre alte mittelalterliche Altstadt, wir haben sie gestern Abend nur ganz kurz gesehen, mit ihren restaurierten Fachwerkhäusern, dass sie durchweg auch architektonisch vieles zu bieten haben. Osnabrück ist, glaube ich, eine Stadt, die zum Verweilen einlädt, sich aber trotz ihres Charmes stets bewusst zu sein scheint, dass sie sich einer ganz besonderen Aufgabe verpflichtet hat. Es ist ja auch nicht ganz lange her, dass ich zum ersten Mal in dieser Gegend Deutschlands war. Erst vor einer Woche war ich in Aachen, das ist 3 Stunden weg von hier, aber wir wissen, dass Karl der Große ja sehr Aachen geprägt hat und Karl der Große auch interessanterweise Gründer der Stadt Osnabrück ist. Am 4. September habe ich am anderen Ende Niedersachsens in Lüneburg einen Vortrag gehalten, sehr schöne Stadt. Wir haben dann auch die Elbe besichtigt, wir haben mit dem Rad an der Elbe, die nicht immer so hübsch war wie heute, wo wir auch ja, Zeugen gesehen haben, wie damals da gelebt wurde, als noch dieser Draht und diese Mauer stand. Sehr beeindruckend jedenfalls für mich. Und ich muss auch sagen, dass ich Anfang des Jahres durfte ich eine kleine Rede halten in Brüssel. Das ist dieses Grünkohlessen, glaube ich, heißt das. Landesvertretung Niedersachsen, eine sehr feuchtfreundliche Angelegenheit. Und Ministerpräsident Stefan Weil war damals auch dabei. Nun, ich bin ja nicht hier, um über Kulinarik und über Grünkohl zu reden, sondern über das, was uns, glaube ich, bewegt und was vor allem die Deutschen bewegt an ihrem Nationalfeiertag, am Tag der deutschen Einheit in dieser geschichtsträchtigen Stadt. Darum würde ich sagen, ich bin mir selbstverständlich bewusst, dass es einigermaßen, einigermaßen anmaßend wäre, mich jetzt in Gänze über Europa hier erklären zu können. Es geht mir lediglich heute darum, die Rolle nach den Perspektiven, natürlich auch der Rolle Deutschlands, das war ja Ihr Auftrag, Herr Zehl, innerhalb des europäischen Gefüges zu sehen, zu schauen, mit dem Ausgangspunkt, warum haben wir dieses Projekt entwickelt und auch, was ist die Essenz unserer gemeinsamen Reise. Ich glaube, es ist vor allem die Erhaltung des Friedens auf dem europäischen Kontinent. Osnabrück ist ja der richtige Ort, um über Frieden zu reden. Dies ist auch das richtige Forum, glaube ich. Und der Tag der deutschen Einheit ist auch der richtige Tag, um über das gemeinsame Streben für ein freies, für ein prosperierendes und dem Frieden geeintes Europa zu reden. Bis vor 30 Jahren lag ja Osnabrück, wenn ich richtig gesehen habe, etwa 250 Kilometer vom Grenzübergang Helmstedt-Marienborg, dem größten innerdeutschen Grenzübergang der DDR auf der Autobahn Richtung Berlin. Dem Mauerfall, der sich ja in ein paar Monaten zum 30. Mal jährt, haben wir ja zu verdanken, dass das wiedervereinte Deutschland heute in einem erweiterten Europa eingebettet ist und auch dessen Anker es ist. Am heutigen Tag der deutschen Einheit bin ich auch froh, sagen zu können, aus meiner Sicht, dass uns Deutschland nie ein so guter Nachbar war. In den letzten Jahren, seit 2004, um genau zu sein, habe ich in meiner Rolle als luxemburgischer Außenminister in Europa viele Gesichter von großen und von weniger großen Politikern kommen und gehen sehen. Ich habe viele schöne Momente miterlebt, aber auch einige schwierige. Heutzutage muss Europa allzu oft, und dies absolut zu Unrecht, für das Unvermögen manch nationaler Politiker herhalten, die europäisch
nicht immer alle in der obersten Liga gespielt haben. Die Europäische Union und ihre Institutionen werden ja regelmäßig mit Hilfe von Falschmeldungen und der Verdrehung von Tatsachen angegriffen. Scheinbar ist das für einige immer noch wirksamer, mit dem Finger nach Brüssel zu zeigen, als sich zur eigenen Verantwortung zu bekennen. Selbstverständlich bin ich mir auch bewusst, dass die europäische Integration, und Hans-Gerd weiß das auch, nie geradlinig verlaufen ist. Und dass noch einiges zu verbessern gibt. Konstruktive und notwendige Kritik und Dialog natürlich sollen auch an dem Ausgangspunkt jeder Veränderung stehen. Populismus, Fake News, Hetze, Diffamierung müssen wir uns jedoch konsequent entgegenstellen. Denn die Euroskeptiker und die Populisten können die Wahrheit noch so verbiegen, eines können sie nicht verneinen. Das europäische Friedensprojekt ist das größte paneuropäische Erfolgsprojekt des 20. Jahrhunderts und es verdient es unversehrt auch durch das 21. Jahrhundert zu kommen. Unsere Kinder. Unsere Kinder und unsere Enkel werden uns das Gegenteil nie verzeihen. Wir sollten nicht vergessen, dass nach zwei großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts, an denen auch, wie Sie wissen, die kleinen Länder sehr stark gelitten haben, dass die Idee für dieses Projekt gewissermaßen aus der Not geboren wurde, aus der tiefen Verzweiflung der Menschen. Angetrieben wurde diese Bewegung von der couragierten Hoffnung, und auch dem festen Glauben daran, dass dies in Europa nie wieder passieren soll und dass wir uns alle dieser Aufgabe verpflichten müssen. Deshalb, liebe Menschen hier aus Osnabrück, darf man, glaube ich, auch ohne zu zögern, dem mächtigsten Präsidenten der Welt widersprechen, wenn er, wie letzte Woche in seiner UNO-Rede meint, dass Patriotismus eigentlich höher einzuordnen ist als Multilateralismus. Also, dass das internationale Recht das Prinzip der internationalen Zusammenarbeit. Herr Trump irrt, glaube ich, fundamental, weil diese Einordnung schnell zu falschem Patriotismus führt, zu Egoismus und dann zu Nationalismus. Geschichte der 30er Jahre in Europa sollten eigentlich der Welt ein warnendes Beispiel bleiben, wohin dies führt. Ich befinde mich heute in einer Stadt, die nicht weniger als Art Geburtsort des europäischen Pluralismus bezeichnet. Und dennoch will ich Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen dürfen, dass ein friedliches Europa auch heute kein Selbstläufer. Es bedarf einer tiefgreifenden Zusammenarbeit und Kompromissbereitschaft. Ein friedliches Europa bedeutet aufeinander zugehen. Dies war früher eine Selbstverständlichkeit. Ob es heute noch eine ist, dafür müssen wir kämpfen. Seit etwa 25 Jahren bieten ja die Osnabrücker Friedensgespräche, getragen von der Stadt und der Universität und vom Kreis, eine wichtige Plattform für den politischen Austausch und die Förderung von Frieden. Der Name des kleinen Winzerortes Schengen, luxemburgischer Winzerort, kein holländischer, wie Mitterrand einst meinte, ist durch das dort im Jahre 1985 unterschriebene Abkommen zum Synonym für Freiheit der Bürgerinnen und Bürger Europas geworden. Wir überqueren heute die Schengen-Binnengrenzen ohne Passkontrolle, ohne Schlagbaum. Und das soll auch so bleiben. Und glauben Sie mir, die Ausnahmen, die heute bestehen, sollten schnellstens wieder verschwinden. Der europäische Binnenmarkt mit seinen vier Freiheiten, dem freien Verkehr von Personen, von Kapital, von Dienstleistungen und Waren, ist ja heute der größte Wirtschaftsraum der Welt mit 500 Millionen Bürgern und einem Bruttoinlandsprodukt von rund 13 Billionen Euro. Seit mehr als 26 Jahren profitieren alle Mitgliedstaaten von diesem gemeinsamen Binnenmarkt. Wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich und auch kulturell.
Der europäische Binnenmarkt, unsere gemeinsame Wirtschaftsleistung müssen wir in den Dienst der Menschen stellen. Einerseits brauchen wir einen starken Binnenmarkt, welcher qualitativ sichere und wettbewerbsfähige Produkte und auch Arbeitsplätze bietet. Andererseits darf die soziale Dimension Europas nicht zu kurz kommen. Dies war auch einer der Schwerpunkte, die wir versucht haben, im luxemburgischen EU-Ratsvorsitz 2015 dem näher zu kommen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass das Soziale wieder mehr in den Vordergrund gerückt wird. Seither wurde einiges erreicht, aber auch hier bleibt sehr vieles noch zu tun. Das Niveau des sozialen Schutzes in Europa ist das höchste weltweit. Und auch in puncto Lebensqualität rangiert Europa ganz vorn. Allerdings wissen wir auch, dass wir in Europa in verschiedenen Ländern verlorene Generationen haben. Wir müssen weiterhin die Standards setzen beim Arbeitsrecht, bei der sozialen Absicherung, dem Verbraucherschutz, der Altersversorgung. Die europäische Säule sozialer Rechte, die 2017 vorgestellt wurde, ist ein wichtiger Schritt, um in den Bereichen Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen, Sozialschutz und soziale Inklusion neue und auch wirksamere Rechte für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Eine der Prioritäten der neuen Kommission ist die Einführung eines europäischen Mindestlohns. Eine harte Arbeit. Sie wissen das als Deutsche, dass das nicht so einfach ist. Und das trotzdem, glaube ich, ein sehr positiver Punkt war, auch für Ihr Land. Nun, mein Landsmann Nicola Schmidt, das ist der neue Kommissar, der vorgestern, glaube ich, seinen Test im Europäischen Parlament bestanden hat. Der wird der neue Kommissar werden für Beschäftigung, für Sozialpolitik. Und ich hoffe, dass er sich einsetzt, und ich bin auch überzeugt davon, dass dieses Unterfangen europäischer Mindestlohn sehr, sehr bald und sehr rasch in Angriff genommen wird. Die soziale Dimension der Europäischen Union ist nur einer der zahlreichen Herausforderungen, der wir uns zu stellen haben. Nur gemeinsam können wir die großen Herausforderungen meistern. Probleme sind in unserer vernetzten, unserer globalisierten Welt nur gemeinsam lösbar. Und nur wenn wir dies begreifen, können wir die zukünftigen Herausforderungen auch bestehen und aus ihnen auch dann gestärkt hervorgehen. Diese Erkenntnis zu akzeptieren, setzt ein gewisses Maß an politischem Willen voraus. Und der wiederum wird bei uns maßgeblich durch demokratisches Abstimmen an der Wahlurne geprägt. Auch deswegen, Herr Professor Zell, war die richtungsweisende Europawahl von großer Bedeutung. Sie wissen, dass mehr als 350 Millionen Menschen die Möglichkeit haben, bei den größten landesübergreifenden Wahlen der Welt ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung war dieses Jahr sehr hoch, 50,96%, so hoch wie in den letzten zwei Jahrzehnten nicht mehr. Dies ist, glaube ich, auch ein sehr deutlicher Beleg dafür, dass die Bürger sich für das europäische Projekt interessieren. Und ein hoher Anteil von politischem Interesse und politischer Partizipation sind unentbehrlich für dieses Projekt. In einer Phase, in der die Legitimität der repräsentativ-parlamentarischen Demokratie teilweise offen angezweifelt wird, ist es wichtig, dass bei den Bürgern die Erkenntnis gestärkt wird, dass sie sich beteiligen können. Sie sollen wissen, dass sie im Mittelpunkt dieser Konzeption stehen. Vor diesem Hintergrund ist auch hervorzuheben, dass die rechtspopulistischen Parteien bei der Wahl ja nicht den Erfolg hatten, die einige ihnen vorhergesagt hatten. Die Nationalisten erhielten von den 751 Mitgliedern des Europäischen Parlaments im Grunde nur 114 Sitze. Die Wähler haben die Auffassungsgabe bewiesen und gleichzeitig auch gezeigt, dass man sie nicht für dumm verkaufen soll. Es freut mich also zu sagen, dass das Parlament in Straßburg und in Brüssel mit einer großen Mehrheit pro-europäisch bleibt. Nun, mit Frau von der Leyen steht ja am 1. November erstmals eine Frau an der Spitze der Europäischen Kommission und seit Walter Hallstein zum ersten Mal wieder ein deutscher Staatsbürger, Staatsbürgerin. Was allerdings genauso wichtig sein dürfte für sie ist,
dass Madame von der Leyen ja aus Niedersachsen stammt. Nach den Wahlen zum Europäischen Parlament treten jetzt jedoch wieder die Fragen um die Flüchtlingsdebatte, die Klimaerwärmung und der Brexit wieder in den Fokus. Und die Migrationsfrage wird zweifelsohne zu den Prioritäten von Frau von der Leyen, von der ihr geführten Kommission, gehört. Sie hat sich ja vorgenommen, das bisherige System von Dublin zu reformieren und den Mitgliedstaaten, die dem größten Druck ausgesetzt sind, Hilfe zu leisten. Die Flüchtlingsfrage ist meines Erachtens noch immer eine der Kernherausforderungen, die Europa zu meistern hat. Leider haben wir es bisher nicht geschafft, eine gesamteuropäische Lösung für dieses Problem zu finden. Es herrscht immer noch Uneinigkeit zwischen den Mitgliedstaaten. Und das Schlimmste ist, dass einzelne Länder versuchen, ihre Verantwortung ganz und gar abzustreiten, im Grunde ein Affront gegen die politische Solidarität in Europa. Der Europäischen Union scheinen dabei mitunter die Hände gebunden zu sein, obwohl uns alles klar sein sollte, dass die Migrationsfrage nicht von der Kommission gelöst werden kann. Die Mitgliedstaaten tragen hier die Verantwortung. Wenn wir in der Migrationsfrage scheitern, verliert die Europäische Union ihre Glaubwürdigkeit und damit auch nicht nur eine ihrer Stärken, sondern auch eines ihrer Fundamente. Ein solidarischer Verteilungsmechanismus, der auf Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten beruht, legale Migrationswege auf und eine konsequente und internationale Bekämpfung der Ursachen von irregulärer Migration und unentbehrlich. Wir müssen, glaube ich, in Libyen stärker mit dem UNO-Flüchtlingswerk zusammenarbeiten. Dass die Menschen doch nicht versklavt werden, gefoltert werden, sondern dass sie unter menschlichen Bedingungen in Camps untergebracht sind, die von der UNO kontrolliert werden, nicht von Milizen. Und diese Menschen, die dann ein Recht auf ein Statut, Flüchtlingsstatut haben, dass sie nach Europa kommen, dass hier die ganze Prozedur gemacht werden kann und andere Menschen, die Migranten sind, dass die mit der OEM zurückgebracht werden in ihre Länder. Das, glaube ich, wäre eine Richtlinie, jedenfalls für Libyen, ein Land, wie Sie wissen, das sehr geplagt ist, auch wieder jetzt vom Krieg. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Türkei 3,5 Millionen Syrer aufgenommen hat. Es gibt in der Türkei Städte, wo mehr Syrer leben als Türken. Es gibt in der Türkei Städte, wo die Kinder mehr als 50 Kilometer außerhalb der Stadt fahren müssen, um in eine Schule zu kommen. Wir müssen der Türkei weiter Finanzhilfe zur Verfügung stellen, nicht für Erdogan, sondern damit die Kinder der Syrer vor allem in die Schule gehen können und damit auch die Kinder medizinische Versorgung bekommen. Wir müssen auch die EU-internen Verwanderungen von Asylsuchenden verhindern und das Dublin-System endlich für die Länder an den Außengrenzen erleichtern, im Sinne, dass nicht die ganze Last auf ihnen liegt. Ein Unterfangen, was seit 2016 von der Kommission auf den Tisch gelegt wurde und was bis jetzt gescheitert ist. Kurz, wir brauchen eine europäische Flüchtlingspolitik, die kohärent ist, die aufgebaut ist auf Verantwortung und auf Solidarität. Meine Damen und Herren, als Europäer sollen wir einstehen für unsere Prinzipien und auch für unsere Werte. Sowohl nach innen als auch nach außen. Ich muss sagen, dass es mich sehr nachdenklich stimmt, dass heutzutage einige Mitgliedstaaten die Kopenhagener Kriterien von 1993, also jene Voraussetzungen, die eigentlich das ABC der demokratischen Regeln sind, die auch beitrittswillige Länder erfüllen müssen, um in die Europäische Union zu kommen, nicht mehr erfüllen. Es ist nicht anzunehmen, es ist nicht
zu ertragen eigentlich, dass wir in der Europäischen Union Mitgliedstaaten haben, die keine hundertprozentige freie Presse mehr haben, die keine unabhängige Justiz mehr haben und die keine Trennung der Gewalten mehr haben. Wir müssen dagegen. Sind und bleiben unverhandelbar. Und die Mitgliedschaft in der Union ist mit Rechten, natürlich auch mit Pflichten verbunden. Es geht mir hierbei, wie bereits erwähnt, um die europäische Selbstverständlichkeit und um unser aller Glaubwürdigkeit. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass es eben diese hohen Standards sind, an denen wir außerhalb Europas gemessen werden, um die wir auch weltweit auf allen Kontinenten beneidet werden. Es geht nicht, dass wir die selbst kaputt schlagen. Die neue Kommission muss ihre Rolle als Hüterin der Verträge ernst nehmen und darauf achten, dass die Mitgliedstaaten die europarechtlichen Verpflichtungen, die sie mit dem EU-Vertrag und dem, mit den EU-Verträgen eingegangen sind, auch einhalten. Es darf kein Auge zugedrückt werden, weder im Süden, noch im Norden, noch im Westen, noch im Osten der Europäischen Union. Dies ist nur einer. Dies ist nur einer der großen Herausforderungen, vor denen wir in Europa stehen und bei denen es auch darauf ankommt, inwiefern einige Länder bereit sind, eine Führungsrolle zu übernehmen. Und Deutschland ist definitiv eines der Länder, der man eine solche Führungsrolle zutraut. Deutschland hat die höchste Bevölkerungsanzahl, die größte Wirtschaftsleistung der Europäischen Union. Allein dies ist der Beleg dafür, dass Deutschland innerhalb der Europäischen Union eine wichtige Rolle einnehmen muss und auch eine große Verantwortung in der europäischen Tagespolitik zu tragen hat. Es ist auch für jeden ersichtlich, dass man sich dieser Pflicht bewusst ist, denn in der Präambel des deutschen Grundgesetzes von 1949, wo also jetzt 70 Jahre gefeiert werden, steht ganz klar, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Die Erwartungen, die an Deutschland gestellt werden, sind natürlich groß. Sei es in den finanz- oder wirtschaftspolitischen Fragen, sei es in den Klimafragen oder auch im Bereich der Sicherheit. Die vielleicht wichtigste Aufgabe, die auf Deutschland zukommen wird, ist für den nötigen Ausgleich zu sorgen, damit in Zukunft die EU kompromissfähig bleibt und um meinen Landsmann Jean-Claude Juncker zu zitieren, Weltpolitikfähigkeit sich bemüht. Sei es mit der jetzigen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder während der deutschen EU-Präsidentschaft, die ja im zweiten Semester 2020 kommt. Aus Aachen wurde Anfang dieses Jahres ein wichtiges Signal Richtung Europa gesendet. Der Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich, der Nachfolgevertrag von Élysée-Vertrag, ist ein Bekenntnis zu Europa und gleichzeitig ein wichtiges Zeichen an alle Mitgliedstaaten, dass Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und unsere Wertegemeinschaft das Fundament unserer Zusammenarbeit bilden. Die außerordentlich historische Rolle des deutsch-französischen Motors für die Europäische Union steht ja außer Frage. Im Grunde wurde Europa ja gegründet, damit Deutschland und Frankreich sich nicht mehr bekriegen. Dementsprechend war dies ein positives Signal, um die großen Herausforderungen Hand in Hand anzugehen. Aber Europa benötigt auch die Einbindung der anderen Mitgliedstaaten. Nur gemeinschaftlich kann man die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angehen. Und wenn Sie sehen, in der Historie der Römerverträge ging es ja nicht nur um Deutschland und Frankreich. Es wurden die Benelux-Länder und Italien mitgenommen. Und ich glaube, das war ein Zeichen, dass der Friede nicht nur so zwischen Deutschland und Frankreich stehen, sondern in der ganzen geografischen europäischen Europa. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Tagen ja um Jacques Chirac getrauert. Es war ein großer Staatsmann, ein sehr bekennender Europäer und ich habe ihn persönlich auch als einen sehr bodenständigen Menschen kennengelernt, stets bescheiden, aus einfachen Verhältnissen kommend, was mir vor allem in Erinnerung bleibt, ist sein Humor und seine Heiterkeit. Politiker seines Schlages sind seltener geworden, sehr sogar, aber auch das
gehört zu großen europäischen Politikern. Als bekennender Europäer hat er sich ja unentwegt eingesetzt gegen nationalistische, gegen euroskeptische, gegen rechtsextreme Tendenzen. Er hat sehr früh, glaube ich, klare Sicht in dieser Frage gehabt. Die politischen Strömungen Richtung Nationalismus dürfen wir nicht verharmlosen. Sie sind gefährlich. Sie verharmlosen jene politischen Ideologien, die Europa in die Katastrophe geführt haben. Auch Rechtspopulisten versuchen ja die Menschen mit ihren vereinfachten Darstellungen zu verführen und bedienen sich dabei an den Klischees, Vorurteilen, Ängsten vor allem und Emotionen der Menschen. Sie setzen im Grunde genommen auf Egoismus, auf Angst, dann auch auf Respektlosigkeit und auf Intoleranz, auf, wie ich sagen würde, falschen Patriotismus. Diese selbsternannten Volksvertreter scheinen aber ein feines Gespür dafür zu haben, wie sie die politischen Debatten in Europa langsam nach extrem rechts bewegen können. Je beharrlicher sich diese Tendenzen in den Medien, in den Köpfen der Menschen festsetzen, desto salonfähiger machen wir diese Strömungen. Dies ist eine unmittelbare Gefahr für unser europäisches Demokratieverständnis und führt zu nicht weniger als einer schleichenden Radikalisierung des politischen Diskurses. Als Gesellschaft müssen wir für unsere Ideale eintreten und diesen bedenklichen Entwicklungen entschlossen entgegentreten. Denn eins tut. Das dürfte ja wohl jedem klar sein. Bisher hat es noch keinen von diesen Euroskeptikern, wenn ich das so sagen darf, geschafft, stichhaltige Lösungskonzepte für die aktuellen europäischen Probleme anzubieten. Ganz im Gegenteil. Meine Damen und Herren, Brexit. Der Brexit hat uns, glaube ich, schmerzlich in Erinnerung gerufen, dass die europäische Integration auch Rückschritte verkraften muss. In 28 Tagen scheidet Großbritannien, so sieht es aus der Europäischen Union aus. Und noch immer ist ja nicht klar, ob dieser Austritt jetzt ein Deal ist oder ein No-Deal, geregelt ist oder ungeregelt ist. Das mit der vorherigen britischen Regierung ja gemeinsam ausgehandelte Austrittsabkommen, dieses Artikel 50-Abkommen, sollte ja die negativen Konsequenzen für Bürger, für Unternehmen nach Möglichkeiten begrenzen. Weil aber das vorliegende Austrittsabkommen in seiner aktuellen Fassung vom britischen Parlament abgelehnt wurde, nicht einmal, sondern zweimal oder dreimal oder viermal, haben wir uns in der Europäischen Union sowohl auf einen geordneten als gleichzeitig auch einen ungeordneten Austritt vorbereiten müssen. Die britische Regierung weiß mittlerweile genau, wie klein der Verhandlungsspielraum auf Seiten der Europäischen Union noch ist. Auch weiß man in London genau, wo die Grenze des Zumutbaren für die Europäische Union liegt. Um es klar zu sagen, es geht hier nicht um verhandelstaktische Manöver um 11:55. Nein, es geht um den Erhalt und die Integrität des europäischen Binnenmarkts, dem Kitt, der die Europäische Union im Innersten zusammenhält und welcher dafür sorgt, dass wir auf der Weltbühne ernst genommen werden. Es wäre nicht verantwortbar, dies wegen der Entscheidung eines einzelnen Mitgliedstaats allgemein in Europa aufs Spiel zu setzen. So wie es auch nicht verantwortbar wäre, den Frieden auf der irischen Insel zu gefährden. Premierminister Johnson hat uns ja gestern die lang erwarteten Vorschläge seiner Regierung jetzt vorgelegt. Das heißt, er hat sie der Europäischen Union, das muss man sagen, das ist neu, in einer juristischen Form vorgelegt. Und diese werden jetzt in Brüssel eingehend, selbstverständlich, geprüft. Dabei wird sich herausstellen, wie ernst die britische Bekundung zu nehmen ist, eben um dem Ziel ein No-Deal zu verhindern.
Es ist, glaube ich, zu früh, um eine Beurteilung der neuen Vorschläge abzugeben. Allerdings kann ich sagen, aus meiner Sicht jedenfalls, dass es positiv zu bewerten ist, dass die britische Regierung in einigen Punkten einen realistischeren Ansatz gewählt hat. Allerdings beinhalten die neuen Vorschläge auch eine Reihe von problematischeren Aspekten, wie zum Beispiel des Zolls, die sicherlich noch weitere Gespräche erfordern. Nun, wir werden in den kommenden Tagen werden wir sehen, es kommt mit großer Wahrscheinlichkeit zu sehr intensiven Kontakten zwischen beiden Seiten. Und ich würde sicherlich am jetzigen Zeitpunkt nicht so weit gehen können, um zu sagen, dass ich optimistisch wäre, auch nicht pessimistisch. Wenn wir diese Vorschläge schauen, dann sehen wir vielleicht das Ganze auf drei Punkte. Das Erste, wo die Briten bis jetzt noch nie so weit waren zu handeln, ist, dass alle Waren, alle Güter, alle Autos, alle Agrarprodukte, die nach Nordirland kommen, dass die jetzt auf die Standards geprüft werden, die in der Europäischen Union gelten. Das hat Großbritannien bis jetzt nie machen wollen, das ist in diesem Vorschlag drin. Wo wird das kontrolliert, diese Reglementierung? Sicherlich in Großbritannien, Großbritannien selbst oder in einem irischen Hafen. Das ist das Positive. Das Zweite, was jetzt kommt, ist schon weniger, sagen wir mal, positiv. Die Verzollung, die Zolldeklaration wird gemacht in Irland. Wenn auch nicht an der Grenze, sondern der Vorschlag ist dann 15, 20 Kilometer im Landesinneren zu machen. Allerdings bleibt das dann auch eine Grenze. Sie wissen, dass wir als Europäische Union immer dafür geworben haben, dass man das Good Friday Agreement, das Karfreitags Agreement, Sie wissen, das ist ein Friedensprozess, wo viele Menschen gestorben sind an dieser Grenze, dass der nicht in Gefahr gebracht werden darf. So, jetzt müssen wir sehen, dass die Reaktion der Iren, eine erste Reaktion war äußerst negativ. Wir müssen schauen jetzt, wie weit das verhandelbar ist. Das ist der zweite Punkt, ein Punkt, der extrem kompliziert ist. Und dann der dritte Punkt, dürfen wir auch nicht vergessen. Sie wissen, dass es in Nordirland die Sinn Féin gibt, die eigentlich die irischen Nationalisten, wenn sie so wollen, die ganz Irland wieder vereinigen wollen. Und es gibt dann viele Parteien, die eigentlich für Nordirland stehen. Und zurzeit ist dieses Parlament in Nordirland nicht funktionsfähig, weil keine Koalition seit langem jetzt zustande kam. Allerdings ist in diesem Vorschlag vorgesehen, dass diese Geschichte mit der Kontrolle und mit der Verzollung, dass eigentlich nach zwei Jahren das nordirische Parlament ein Vetorecht hat. Das ist natürlich auch etwas, wo wir in der Europäischen Union, glaube ich, sehr darüber nachdenken können, ob das gangbar ist. Meine erste Einschätzung ist, es ist mehr als das, was bis jetzt auf den Tisch gekommen ist. Es ist nicht nur emotionales Geplänkel, es ist ein juristischer Text, das ist das eine. Das zweite ist, dass wenn es wirklich auch von den Briten als eine Diskussionsbasis dargestellt wird, dann muss hart verhandelt werden. Es bleiben ja noch immerhin vier Wochen, ist noch eine Ewigkeit in der Diplomatie. Da kann vieles sich noch bewegen. Aber wir, glaube ich, hier im Saal und auch kennen wenige Politiker, die sagen, egal wie, raus damit, kein Deal. Ich glaube, dass trotzdem wir sehr, sehr Acht geben müssen, auch als Europäische Union, was die Konsequenzen von einem No-Deal auch für Europa bedeuten. Darum halten wir den Ball flach und schauen wir, was mit diesem Vorschlag zu machen ist, ob wir eventuell einen No-Deal können verhindern. So, jetzt komme ich. Ich glaube, ihr werdet jetzt nervös, aber ich werde abschließen und ich sage, dass auf dem internationalen Parkett zum Abschluss wäre es ja seit Jahrzehnten die Maxime des regelbasierten multilateralen Systems, den Multilateralismus, mit dem wir agiert haben. Dieses System hat sich in den letzten Jahren, wie Sie wissen, seit 2016 und auch das begann am 23. Juni 2016 mit dem Referendum in Großbritannien, mit dem Brexit. Und das hat sich natürlich amplifiziert
irgendwann im November 2016 mit der Wahl in Amerika. Vor allem das amerikanische America First, sage ich noch einmal, hat verschiedene Staaten ja dazu bewegt, diese lang etablierten Handlungsmanöver in Frage zu stellen. Der Multilateralismus war der Grundstein, auf den nach dem Zweiten Weltkrieg die UNO und das internationale Recht aufgebaut wurden. Es war nicht perfekt, aber es war eine gute Basis, die dürfen wir als Europäer nicht mithelfen zu zerstören. Wir müssen uns dagegen stemmen, dass die zerstört wird. Wir müssen für die Einhaltung des Multilateralismus stark machen. Die Europäische Union steht auch für den freien Handel, ohne Zoll und ohne Tarifeingriffe, vor allem ja hier in Deutschland, ein sehr wichtiger Punkt. Wir wissen nur zu gut, dass Protektionismus, Handelskonflikte den freien Welthandel und damit die Grundlagen unseres Wohlstandes gefährden. Wenn jeder mit dem einen Wir-zuerst-Motto in der Außenpolitik aufschlagen würde, hätten wir ein großes Problem. Meine Damen und Herren, die Einigung über ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten in Südamerika, das ja weltweit der größte Freihandelsraum mit 780 Millionen Einwohnern hat, zeigt im Prinzip, dass der Multilateralismus noch eine Daseinsberechtigung hat. Obwohl diese Verhandlungen ja langwierig waren, 20 Jahre wurde daran gedoktert und es teils jahrelange Unterbrechungen auch gab, wurde es geschafft, eine Einigung zu finden, im Prinzip, in Japan. Es ist ein klares Signal der Unterstützung für freien, für fairen, für regelbasierten Handel. Allerdings, erwarten wir aber auch, das ist meine Position, die Position Luxemburgs, dass sich unsere Vertragspartner und vor allem Brasilien an das im Abkommen verankerte Bekenntnis zum Pariser Abkommen halten. Direkt muss sich daran gehalten werden. Nicht erst, wenn dieses Abkommen in Kraft ist. Der Klimawandel ist eine riesige Herausforderung. Brasilien kann nicht einerseits unterschreiben, dieses Abkommen zu akzeptieren, und andererseits genau das Gegenteil im Amazonas zu tun. Meine Damen und Herren, ich wollte noch sagen, mit dem Vorwand, dass das Abkommen noch nicht in Kraft ist, kann Brasilien, wie ich gesagt habe, nicht freie Hand haben, genau das Gegenteil zu tun, was im Pariser Abkommen steht. Es ist zu hoffen, dass der internationale Druck so groß wird, dass Brasilien umdenkt. Der Klimaschutz steht ja insbesondere bei jungen Menschen ganz oben auf der Agenda. Wir haben den Weckruf der Jugend gehört. Und dieses Phänomen Greta Thunberg fungiert als Sprachrohr und auch als Vorbild. Das ist so. Einer ganzen Generation, die uns mit aller Deutlichkeit darlegt, dass es unsere verdammte Pflicht ist, gegen die anthropogenen Klimaveränderungen zu kämpfen. Auch bei dieser Herausforderung gilt aber das Credo, nur durch multilaterale Zusammenarbeit können wir etwas verändern. Dies ist unsere Mission, unsere Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen, denn Sie wissen, wir haben nur eine Erde. Am 23. September war ich beim Klimagipfel im Vorfeld der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Dort wurde abermals deutlich, dass wir Industriestaaten zwar den Klimawandel verursacht haben, dass aber die Leidtragenden die Entwicklungsländer sind. Wir dürfen uns nicht aus der Verantwortung stehlen, die sich durchaus auch eine sicherheitspolitische Frage. Der Multilateralismus ist auch bei anderen Themenpunkten ein wichtiger Garant für ein friedliches Miteinander. Mit größter Sorge verfolgen wir die aktuellen Entwicklungen ja im Mittleren Osten am Persischen Golf. Wir verurteilen die Angriffe vom 14. September auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien und das auf das Schärfste. Diese Angriffe, in denen sich ja die Houthis bekannt haben, verschärfen die ohnehin schon sehr angespannte Lage in dieser Region. Wir müssen an alle Parteien hier appellieren,
die Lage nicht durch Provokationen zu verschlimmern, sondern Vernunft und Diplomatie walten lassen. Militärisch ist auch hier und heute dieses Problem nicht zu lösen. Neben den Spannungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien hat sich das Verhältnis, lassen Sie mich das auch sagen, zwischen Israel und Palästina in den letzten Tagen sehr, sehr kompliziert. Ich war eben an diesem 11. September dieses Jahres in Ramallah, also in Palästina, einen Tag nach der Ankündigung des israelischen Premiers Netanyahu, einen strategischen Teil des besetzten Westjordanlandes einschließlich des Jordan-Tals in der Westbank nach den Wahlen vom 17. September zu annektieren. Dies ist inakzeptabel. Die geplante Annexion verstößt gegen internationales Recht, gegen viele Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates. In New York habe ich auch dies bei einem Treffen mit Präsident Abu Mazen also ganz klar noch einmal bekräftigt. Es wäre das Ende des Friedensprozesses und der Bemühungen, den israelisch-palästinensischen Konflikt auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung zu lösen. Ich hoffe, dass jetzt nach den Wahlen, eine komplizierte Zeit in Israel, dass es Zeit ist, auch nachzudenken darüber, dass das Völkerrecht respektiert werden muss. Und ich glaube, sagen zu können, nach meinen 15 Jahren als Außenminister in einem kleinen Land der großen Europäischen Union, der Friede Israels ist nur zu garantieren, mittelfristig, langfristig, weil wenn Israel Seite an Seite mit den Palästinensern, die in ihrem palästinensischen Staat leben können, wenn das geschaffen ist. Wenn die Palästinenser solange die Palästinenser keinen Staat haben, wird Israel nicht in Stabilität und Frieden leben können. Es wird, glaube ich, immer in dieser hochvernetzten, komplexen, globalisierten Welt immer wichtiger dafür zu kämpfen, wie ich gesagt habe, dass die multilaterale Kooperation, dass die bestehen bleibt. Wer auf die großen Herausforderungen unserer Zeit eine Antwort haben will, der kommt an grenzübergreifenden Zusammenarbeit nicht mehr vorbei. Denn Krisen kennen weder Grenzen noch Nationalität. Es ist nach wie vor das Miteinanderreden zwischen gleichberechtigten Partnern, das die Welt sicherer macht. Gerade hier in Osnabrück, an dem Ort, wo so viele europäische Mächte erstmals und gleichberechtigt an einem Tisch saßen und im Anschluss dieser Verhandlungen 1648 der Westfälische Frieden verkündet wurde, muss uns allen bewusst werden, dass nur eine gemeinsame Herangehensweise unter Einhaltung des internationalen Rechts es geben kann. So sehr sich die Welt noch seither verändert, so scheint, dass dies eine jahrhundertübergreifende Konstante ist. Egal, ob im Jahr 1848 oder 2019. Im Endeffekt werden langfristige Lösungen nur gemeinsam an einem Tisch getroffen und das kann zu Lösungen führen. Dies ist meine tiefe Überzeugung, nicht nur als Außenminister, sondern auch als Europäer. Im Endeffekt liegt es jetzt an uns, an jedem Einzelnen auch, nicht nur an Politiker oder an Parteien, sich für diesen Weg einzusetzen. Als Europäer wird die nächste Zeit richtungsweisend sein. Nur wenn wir es schaffen, gemeinsame Positionen zu finden, solidarisch zu einem gemeinsamen Strang auch zu ziehen, wird es uns gelingen, in den nächsten Jahren weiterhin in Frieden und in Wohlstand zu bleiben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.